Freunde. Und damit willkommen zu einer brandneuen Folge von Banjo-Kazooie, unserem wunderbaren Themenprojekt. Heute mit dem letzten Thema des Projekts. Ja, es ist tatsächlich schon soweit. Es ist das letzte Thema. Oder die letzte Themenfolge. Und für die letzte Folge habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Was komplett exquisit ist, was es noch niemals gab. Ich beantworte eure Fragen. Ja, ich habe euch auf Discord gefragt, ob ihr nicht mal irgendwelche Fragen stellen könnt, weil ihr, ich weiß nicht, was ich für eine Community hab. Die Community die interessiert sich einen Scheiß für mich. Es ist auf jeden Fall so, dass ich relativ wenige Fragen über die ganzen Jahre erhalten habe. Und wenn, dann sind so Fragen, die halt zeitbegrenzt sind. Zum Beispiel, ja, was kommt denn heute für ein Video oder sowas, ne? Oder was planst du noch so für die Projekte? Und das sind keine richtigen Fragen. So, aber heute habe ich ein paar richtige Fragen dabei. Das war jetzt relativ kurzfristig, wodurch es auch nicht so viele Fragen sind. Aber wir sind hier übrigens in der letzten Welt, ne? Habe ich gar nicht angesprochen. So, aber ich muss mal ganz kurz das Discord öffnen, denn ihr konntet mir über Discord Fragen stellen. Und, da ist Schmidt. Ja. Kommen wir zur ersten Frage von Lord Cheese. Magst du Bratwurst? Ja, also wie man sieht, es sind sehr intellektuelle Fragen mal wieder. Ja, jemand muss den Felsblock entfernen. Norty kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger aber auch. Oh je. Das habe ich früher übrigens nicht gecheckt, Mensch, drücke mal falsche Taste. Dieser Biber, der Biber, aha. Dieser Gnorti, das ist eine Anspielung an diesen Biber, der auch Gnorti hieß, aus Donkey Kong Country. Und wie soll ich das auch checken? Ich meine, ich habe Donkey Kong Country letztes Jahr erst entdeckt, so richtig. So, ist hier nicht irgendwas? So ein Mumbo-Schädler? Ne, der kommt erst später, ne? Also, um die Fragen mal zu beantworten, ich habe nichts gegen Bratwurst. Ja, ich mag sie auch. Ich esse sie sehr gerne. Aber da ist noch eine viel bessere Frage. Welche Bratwurst? Die roten oder die weißen? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich hänge irgendwie in der Pflanze fest. Esst ihr lieber die roten, die richtigen Bratwürste oder eher die Bockwürste? Ich sage, bei mir sind es eher diese weißen Bratwürste. Meistens immer sehr verbrannt. Okay. Ich muss jetzt hier währenddessen immer so ein bisschen hier runterscrollen nebenbei, ja, also lasst euch davon nicht beirren. Ich muss hier immer, weil das sind auch in diesem Tab, eigentlich sollten da nur Fragen gestellt werden. Am Anfang wurde erst alles reingeschrieben außer Fragen, das heißt, ich muss jetzt gerade ein bisschen durchscrollen. Kommen wir aber zur nächsten Frage, und zwar von Baso Kaso. Ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint ist oder nicht. Er fragt auf jeden Fall, wann kommt der Reboot von Susanne? Das hat er letztens im Livestream auch schon gefragt. Es wird bestimmt irgendwann mal so ein Reboot davon kommen, weil ich habe mal schon drüber nachgedacht. So, ey, das ist jetzt die dritte Pflanze. Und zum dritten Mal mache ich die falsche Attacke. Falschen Move. Jetzt springen wir noch vorbei. Warte mal, was war denn das gerade für eine Verarsche? Ich habe gar nicht geguckt, was da war. Warte, da unten ist noch ein Mumbo-Schädel irgendwo. Da springe ich jetzt einfach. Wo ist der denn? Scheiße, der ist ja gar nicht. Da leitet dieses arme Tier. Wäre er doch. Ein Pferd? Ne, was? Ich glaube, das ist der Grund. Ah, da ist es. Ich glaube, hat sie nicht gesagt. Ich habe mal früher drüber nachgedacht, ein Reboot von Mr. Ananas Kopf zu machen. Ja, weil Mr. Ananas Kopf, falls ihr das nicht kennt, müsst ihr nicht kennen, war meine erste Comedy-Figur von 2016. Mittlerweile gibt es ja auch gar nicht mehr. Ja, die dann kamen ja mal so ein paar Gastauftritte in Susanne Fischner Käse. Und dann hat man den auch nie wieder gesehen. So, da gehe ich später wieder hin. Aber es wird bestimmt mal irgendwann so ein Reboot kommen, ja? Von Susanne Fischner Käse, weil ganz insbesondere die erste Staffel, die ist ja komplett geisteskrank. Und was weiß ich, die zweite Staffel, die finde ich jetzt auch nicht so gut. Eigentlich finde ich ja absolut überhaupt keine Staffel gut. Außer vielleicht die sechste, die jetzt vor kurzem erst kam. Aber die anderen, die finde ich alle Schrott von der Qualität her. Oh, nee, nicht schon wieder hier. So, später muss ich auch die Raupen sammeln, ne? Ah, nee! Die Folge, die geht schon gut los. Mann, mach mal die Augen auf und guck mal, wo du hinläufst.
oder springst. So, ah, das ist da unten, hab ich gerade gelesen, vom Agenten eine Frage. Vom Agent 69, wie er sich so schön auf Discord nennt, aber ihr kennt ihn alle unter dem Namen Paper Agent. Oder von mir einfach nur genannt der Agent. Agent 88, wie auch immer er sich jetzt wirklich nennt. Manager Agent, was weiß ich. Hat die, die hab ich eigentlich schon beantwortet, die Frage. Aber das ist auch wieder so eine zeitbegrenzte Frage, sag ich mal. Ich nehme sie jetzt aber trotzdem mal hier rein. Und zwar, seit wann spielst du Minecraft auf der Switch? Beziehungsweise auf der Switch Minecraft, kann man das ganz genau formulieren. Oder ganz genau zitieren. Das war einfach nur, weil ich was austesten wollte, ne? Ich habe nämlich geguckt, ihr wisst ja, ne? Bald startet das Minecraft Community Projekt. Macht doch gern mit, wenn ihr wollt. Auf der Bedrock-Version von jeder Plattform aus könnt ihr mitmachen. Also, sei es Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Pocket Edition, Windows 10 und ja, ich glaube, das war's. Macht mit, wenn ihr wollt. Und ja, da habe ich halt, wie gesagt, was ausgetestet. Und dann ist mir da aufgefallen, dass die Nintendo Switch gar keine Server hat. Und ja, ein Erhalt! So, auf jeden Fall hier den Schalter. Ich muss mal kurz ein bisschen für die Leute, die nicht kennen, muss mal ein bisschen hier das Konzept der Welt hier anteasen. Ihr seht ja, es ist eine Welt aufgeteilt in die vier Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und man muss halt immer in einer Jahreszeit den Schalter finden, um die nächste Jahreszeit zu öffnen. Bleib noch lieb, Eichel. Ich möchte noch ein wenig weiter futtern. Lecker, lecker, lecker. Nee, halt, wie hat dieser Rucksack immer gemacht aus Dora? Lecker, lecker, delicious. Nee, keine Ahnung. Grausam. Okay, ich muss wieder ein bisschen runterscrollen gerade. Oh, das sind. Ich finde schon wieder keine richtigen Fragen, Mensch. Okay, endlich mal eine gescheite Frage von Park und Bokoblin. Und zwar, mit welchem Gedanken. Warte, wo ist denn die Frage jetzt? Mit welchem Gedanken hast du YouTube angefangen? Ganz ehrlich, mit gar keinen. Ich habe mit gar keinen Gedanken bin ich in YouTube rein. Ich kann euch mal kurz so die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt zu YouTube kam. Weil ich meinte auch das damit. Aber so richtige Gedanken hatte ich eigentlich nicht. Baby, ich bin ein. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Das war schön reingelegt. Wirklich, ich hatte absolut keine Gedanken. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich wusste nicht, wo es irgendwie mal hingehen wird. Ich wusste auch nicht, was ich damals überhaupt wie aufgenommen habe. Diese alten Kamera. Die kompletter Schrott war. Jetzt drücke ich die richtige Taste. Und, aber ich hab 2012, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. 2012 war das so, ich meine, es war 2012. Ich glaube nicht, dass es 2011 war. Es könnte auch 2011 gewesen sein, aber ich rede mir selbst immer ein, dass es 2012 war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2012 war. Hab ich auf jeden Fall, beziehungsweise meine Mutter, oder ich zusammen mit meiner Mutter, haben auf YouTube nach Banjo-Tooie-Musik gesucht und wollten das auf CD brennen. Fragt mich nicht, warum. Auf jeden Fall haben wir dann die Quizmusik von Banjo-Tooie gesucht. Da haben wir da halt auf YouTube eingegeben, Banjo-Tooie Quiz oder sowas. Der Gönjeturm Quiz. Und dann kam da halt so ein Let's Play von Looks Like Link. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und wir also ich und meine Mutter kann. Ganz in Abgrund. Alter, du stirbst jetzt nicht. Du stirbst nicht! Nein, geh raus da! Du Ekelpaket. Gepappket. Ich hab ein Leben. Wenn mich so ein Vieh hier jetzt erwischt, bin ich tot. Egal, ich muss taufen gehen. Gib das Teil her. Bin ich hier jetzt nicht schon fertig irgendwie? Ah ne, ich muss noch als Biene hier. Weil ich glaube, das mache ich tatsächlich sogar später. Also ich müsste 20, ich habe 14. Ah, Moment, nee, warte, 6 Noten? Da oben sind noch ein paar, aber ich glaube nicht, dass 6 Noten sind. Aber auf jeden Fall habe ich dann da den ersten Let's Player gefunden. Looks Like Link. Und seitdem hat mich das alles so ein bisschen interessiert. Da habe ich mir auch
sind mir andere eingefallen. Hier sind drei, okay, dann sind da hinten noch irgendwo drei. 20 Noten brauche ich, um hier rauszukommen. Muss ich haben. Oh, da habe ich schon irgendwann mal Let's Play Markus gefunden, Domtendo. Und dann irgendwie so andere YouTuber noch, Gronkh natürlich auch, ne, vorne mit dabei. Und was weiß ich noch für welche. Viele, die ich heute auch gar nicht mehr abonniert habe, wie zum Beispiel das war so ein Minecraft-YouTuber. Ich meine, der hieß Track Record Games oder so. Den gibt's auch immer noch, den habe ich letztens per Zufall wieder gefunden. Ist nicht der lilane Jinjo auch noch hier? Ah, ne, der, okay, da kommen wir später zu. Gut, ich verwandle mich später. Okay. Und ja, dann habe ich Ende 2012 habe ich dann von meiner Mutter zu Weihnachten diese Kamera bekommen. Und dann habe ich irgendwie schon, habe ich schon immer versucht, Looks Like Link nachzumachen. Früher klang ich sehr, sehr stark nach Looks Like Link. Und dann habe ich halt an Weihnachten, war das glaube ich sogar noch, angefangen, Banjo-Tooie zu Let's Playen. Das hat niemand gesehen, aber egal. Iris ist hungrig! Will was fressen! Ich mag auch die Details, dass hier im Sommer diese Gegner, diese Grappling Hoods heißen, die glaube ich so eine Sonnenbrille tragen. Ah, gibt's ja, dieses Detail. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, so Let's Plays zu machen, die hat aber niemand gesehen, die habe ich dann auch wieder auf CD gebrannt. Dann habe ich irgendwann noch angefangen, solche Real-Life-Videos zu machen. Die hat aber auch niemand gesehen. Und 2014 habe ich dann, wie ihr wisst, angefangen. Möchte hungrige Tiere mögen raupen. Okay. 2014 habe ich schon angefangen, ja, am 10. August 2014. Das alles auf YouTube zu stellen. Und tatsächlich. Du siehst ganz stark aus. Kannst du mir helfen? Diesen Felsen da wegmachen. Ah, fantastisch. Wow, wie stark du bist. Komm herein. Ich werde dich fürstlich belohnen. Ja, danke schön. Achso. Ihr könnt sogar noch so ein Let's Play, was ich vor meiner YouTube-Zeit, also quasi in dieser Looks Like Link-Nachahmphase, quasi diese Videos, die ich noch auf CD gefunden habe. Da gibt es sogar ein Let's Play, das ich eigentlich. Das habe ich im Juni 2014, also vor meinem YouTube-Start, habe ich das aufgenommen. Wie gesagt, für CD-Brennen hier und alles, ne? Und das habe ich im. Ich meine, April 2015, also fast ein Jahr später, habe ich das doch auf YouTube veröffentlicht. Und zwar war das nämlich Indiana Jack. Vielleicht habt ihr das Spiel gesehen, vielleicht kennt ihr das, ich weiß es nicht. Ist so ein PC-Game. Und ich meine, ich konnte das damals, weil ich Windows 7 dann hatte und nicht mehr Windows XP. Weil das Spiel, das gab es so für Windows XP und da zu der Zeit hatte ich aber Windows 7. Und deshalb da gab es das Spiel nicht mehr, da konnte ich das nicht mehr abspielen. Und deshalb habe ich einfach das alte Let's Play, was normalerweise gar nicht an die Öffentlichkeit sollte, habe ich dann doch hochgeladen. Und auch wenn es eine super tolle Qualität natürlich hatte, habe ich es bis heute nicht bereut, das hochgeladen zu haben. Ja, da haben wir wieder den Bullen. Okay, aber um zu der Frage zurückgekommen, ich habe keine Gedanken gehabt. Oh nein, ihr beiden schon wieder. Bobby dachte hier, er wäre hier für euch sicher. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser habe. Jo. Okay, den sehen wir später nochmal. Vom Agent. Die übrigen Fragen kommen jetzt alle vom Agent. Eieieiei. Vom Agenten. Und zwar die erste Frage. Diese Dinge hier werden auch immer größer, diese Pflanzen. Wie bist du dazu gekommen, Minecraft auf deinem Channel zu bringen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach gedacht. Boah, das ist aber auch eine ganz. Wie ich überhaupt zu Minecraft kam. Das allein. Da ist ein Wumbo-Schädel? Ich habe hier noch nie. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den noch nie mitgenommen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass da so ein Mumbo-Schädel ist. Fällt nicht. Aber es gibt ja, ihr kennt ja sicherlich diese 1000 Vertreter von Minecraft-Imitatoren, ja? Es gibt ja 1000 Spiele, die so aussehen wie Minecraft. Das Konzept einfach übernommen haben. Und tatsächlich habe ich so ein Spiel
Hoa Minecraft gespielt. Das Ganze hieß oder heißt immer noch Manic Digger. Was ist das? Das hat auch Gronkh mal vorgestellt. Und darüber habe ich das, über den habe ich auch das Spiel kennengelernt. Und auch Minecraft Block. Beziehungsweise ich habe das Spiel, dieses Manic Digger, habe ich von ihm gesehen. Könnt ihr euch ja mal von ihm anschauen. Da ist der Zauber. Wollen wir mehr Lust auf Sonnenbad? Immer Sonnenbad. So, noch ein Momo-Schädel, dankeschön. Und da habe ich dieses Manic Digger gespielt. Das ist auch kostenlos gewesen. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht weiterentwickelt. Das war halt einfach nur so ein Minecraft ohne Tiere, ohne Tageszyklus. Einfach, du konntest dann nur bauen. Aber irgendwie gab es da auch Jahreszeiten oder sowas. So eine Winterlandschaft gab es da auch. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Das war bei Gronkh in dem Video, aber bei mir nicht. Ich habe auf jeden Fall so eine komische Burg gebaut. Das sah aus wie so eine Salami-Festung. Hab ich auf jeden Fall gebaut. Und dann kam mal irgendwann meine Mutter und hat zu mir gesagt, hey, da gibt es ein Spiel, das ist so ähnlich wie Manic Digger. Das heißt Minecraft. Und dann habe ich mir das langsam mal angeguckt von Gronkh. Und dann auch irgendwann von Let's Play Markus. Und so kam das halt, dass ich das dann 2000... Es war auch Ende 2012. An Silvester, meine ich, war das. Da habe ich mir das sogar noch hier extra im Globus bei uns... Habe ich mir das gekauft. Für 29,99 Euro. Das weiß ich bis heute. Und... Und dann habe ich das halt mal gespielt. Ich habe euch ja mal auch meine allererste Minecraft-Welt gezeigt. Minecraft World war das. Und auch noch in dem ersten... im allerersten Let's Show. Back. Habe ich euch schon auch mal gezeigt. Also bevor das allererste Minecraft... Let's Play losgegangen ist. Habe ich euch mal die Welt gezeigt. Und auch danach, 2016. Aber dann, ja, kam es halt einfach dafür, kam es halt einfach dazu, dass ich auch Minecraft auf meinem Kanal Let's Play habe. Ja, ihr wisst es, es hat angefangen mit der Minecraft Xbox 360 Edition. Dann dachte ich mir, hey, das Projekt, das hat mir super viel Spaß gemacht, mache ich noch eine zweite Staffel. Bei der war es dann irgendwie ganz komisch, da habe ich irgendwie die Hälfte des Projekts habe ich irgendwie veröffentlicht. Die zweite Hälfte, die habe ich irgendwie aufgenommen, aber nicht hochgeladen. Dann kam zwischendurch, also mittendrin ist dann Staffel 2. Und was ist denn los? Nein, du bleibst sauber. Mann! Du Tiergeschnetzeltes! Da habe ich mitten in Staffel 2, habe ich das irgendwie gefühlt abgebrochen, habe Staffel 3 gestartet. Das waren dann 15 Folgen. Da kam auch das Meme mit dem Achselschwingenden Wahnsinnigen ans Licht. Und... Und danach, also nach Staffel 3, da kam dann irgendwie, da kam der zweite Teil der zweiten Staffel, also diese Folgen, die ich aufgenommen habe, aber nicht hochlande. Was ist denn los? Und dann danach... Da kam dann irgendwie Staffel 4. Dann danach kam die Wii U Edition. Dann habe ich davon irgendwie nur die Hälfte auch wieder hochgeladen. Und dann kam einfach die letzte Folge. Irgendwie, keine Ahnung, 27 Folgen gab es von Minecraft die Wii U Edition. Und danach kam Folge 40. Und dann gab es die PlayStation 4 Edition. Ich glaube, da sind die meisten von euch dazugekommen. Oder einige von euch auf jeden Fall. Dann gab es dann noch eine zweite Staffel, die gehörte aber dann, denke ich, zu der ersten Staffel dazu. Und dann kam Minecraft Ultimate. Und Minecraft Ultimate gibt es ja noch bis heute. Alarm, Alarm, da ist der dicke Bär. Er will Gruntilda das Gold stehlen. Ein dicker Honigbär. Honig, Honig. Echt ihn. Ich wusste es einfach nicht. So, aber ja, warum? Wir kamen zu Minecraft einfach nur, weil ich das gespielt habe und es halt gern gespielt habe. Wie kamst du auf die Zelda-Reihe? Das ist auch eine wunderbare Story. Irgendwie wird alles auf Luxlack Link zurückgeführt. Aber weil Luxlack Link, der war auch der einzige. Oder, nee, nicht der einzige. Das war der erste Let's Player. Oder auch der erste YouTuber, den ich gesehen habe. Und. Und ich raus. Natürlich kam ich durch ihn auf Zelda. Wie soll es auch anders sein, ne? Allerdings
leicht anders, als einige vielleicht denken. Mein allererstes Zelda-Spiel, ich weiß nicht genau, was das erste, was ich gesehen habe, aber ich fand die Zelda-Reihe immer ein bisschen blöd. Ich weiß bis heute nicht warum, aber irgendwie habe ich die Zelda-Reihe nie so gemocht. Und dann habe ich mal 2013, als A Link Between Worlds rauskam, oder als, falsch betont, als A Link Between Worlds rauskam, dann habe ich mir das mal von Looks Like Link angeguckt und dann dachte ich mir, hey, das sieht doch eigentlich, das sieht doch ganz funny aus. Und dann habe ich mir das mal, ich meine, das habe ich auch wieder zu Weihnachten 2014 diesmal bekommen. Mit dem 3DS, zusammen auch noch mit Tomodachi Life. Genau, da habe ich mir nämlich eigentlich, oder meine Mutter hat mir halt da so eine, halt den 3DS XL mit Mario Kart 7 gekauft. Dann kam das an. Der 3DS kam an. Sogar diese AR-Karten kamen an. Aber einfach Mario Kart 7 nicht. Das stand bei der Verpackung dabei. Das war auf der Verpackung groß drauf. Das stand sogar auf Amazon oder wo auch immer das war. Es war kein Mario Kart 7 dabei. Schande. Ja, aber dann habe ich lange Zeit nur das gespielt. Irgendwann kam dann aber auch mal Ocarina of Time und Majora's Mask. Dann Twilight Princess und allem. Und dann habe ich die Zelda-Reihe immer mehr ins Herz geschlossen. Und für alle Leute, die keine großen Zelda-Fans sind, aber zum Beispiel Leute, die Genshin Impact-Fans sind, schaut euch Zelda an. Vor allem Breath of the Wild, dann seht ihr wahrscheinlich schon so ein paar Referenzen an Genshin Impact. Weil viele Leute, auch Leute, die ich persönlich kenne, die mögen Genshin Impact, aber die Zelda-Reihe nicht. Ich frage mich nur warum, weil Genshin Impact ist eine Mischung aus Anime und The Legend of Zelda. Also schaut euch Zelda an! Zelda ist wirklich besser, als viele denken. Klar, manche blicken da vielleicht nicht in der Timeline durch, weil die schon ein bisschen verwirrend ist. Die Spiele, die spielen ja nicht in der Timeline, in der sie rauskamen. Und da ist jetzt auch schon die Folge vorbei. Wir sind aber noch nicht mit den ganzen Fragen durch. Deshalb würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle, wie meine tolle Biologie- und Mathematiklehrerin immer sagt, in ihren Online-Meetings, wir machen jetzt einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Beim nächsten Mal geht es also dann weiter mit den Fragen. Seid gespannt. Ja, jetzt bin ich aber satt. Ich will schlafen. Ich gehe jetzt auch schlafen. Um 19.12 Uhr. Ich nehme jetzt noch die nächste Folge auf. Seid auf jeden Fall gespannt. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Fragenrunde Teil 2. Falls ihr... Das ist jetzt nicht das einzige Video, wo wir Fragen beantworten. Ja, es kommen immer mal wieder solche Fragen. Videos. Solche FAQ-Videos. Also, falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie entweder in den Kommentaren oder in dem Video. Also, falls ihr in den Kommentaren keine Antwort von mir kriegt, dann werde ich sie mir sehr wahrscheinlich auch für ein Video aufnehmen. Oder stellt doch einfach in dem Discord-Kanal FAQ eure Fragen, dann werden sie in dem Video vorkommen. Seid gespannt auf die kommenden Folgen von Banjo-Kazooie. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Und ciao!